Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Steuern wir auf eine Infektionslotterie zu, wie es Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sieht? Oder sind die großen Öffnungen, also die de facto komplette Öffnung am 5. März, von den Experten so empfohlen worden aufgrund der Prognosen? Das möchte ich jetzt jenen Mann fragen, der die Prognosen auch erstellt, nämlich den Komplexitätsforscher Peter Klimek, den ich jetzt per Zuschaltung begrüßen kann. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Was ist eher Ihre Einschätzung? Infektionslotterie oder sehr gut möglich aufgrund der Prognosen? Die Frage, und die stellt sich ja schon seit Anbeginn der Pandemie, ist ja immer, wo wollen wir hin, was wollen wir verhindern, ist uns die Infektionslage gerade wert in Einschränkungen in den persönlichen Freiheiten. Und da ist jetzt die Maßzahl, an der wir uns immer orientiert haben, das war in erster Linie immer die Belegung in den Intensivstationen. Und da, sehen wir jetzt auch schon seit Wochen und Monaten, ist es einfach so, dass jetzt in dieser Omikron-Variante ist das eigentlich nicht der überwiegend kritische Bereich. Also das ist jetzt neu. Bis jetzt ist als erstes immer in den Intensivstationen kritisch geworden. Jetzt bei dieser Welle werden andere Bereiche zuerst stark belastet. Und also wenn wir jetzt die Frage haben, wie sind wir jetzt in einer Infektionslotterie, angesichts dessen, dass wir natürlich extrem hohe Infektionszahlen haben und die auch noch in den nächsten Wochen so erwarten, ist es jetzt natürlich schon so, dass man davon durch Seuchungen reden kann und eigentlich muss, weil so hoch wie die Zahlen jetzt einfach sind, ist es einfach jetzt nicht meine Frage, ob ich mich irgendwann anstecke, sondern wann das passiert, wenn das jetzt nicht schon in kürzerer Vergangenheit passiert ist. Aber die Intensivstationen halten das mittlerweile aus, weil die Immunisierung in der Bevölkerung hoch genug ist. Klar wird es enger im Bereich der Normalpflege. Das heißt, was wir jetzt anteilmäßig sehen, ist, dass immer noch viele Leute eine Spitalsbehandlung brauchen, aber die nicht mehr in der Intensivstation, sondern auf der Normalstation stattfindet. Und dort ist schwierig, Grenzwerte zu definieren. Das heißt, bei Intensivbetten hat man sich das immer schön vorstellen können. Da gibt es so und so viele Intensivbetten und irgendwann sind die voll und dann kann ich niemanden mehr hinlegen. Und wenn ich dann einen Autounfall habe, habe ich ja Pech, habe vielleicht kein Intensivbett mehr. Im Bereich der Normalpflege ist das alles ein bisschen schwammiger. Was wir da natürlich haben, ist, dass man dann mehr und mehr Ressourcen, Personal aus anderen Stationen für die Versorgung von Covid-Patienten sozusagen abstellt. Dadurch steigen dann die Wartezeiten für andere Eingriffe, aber es ist jetzt nicht so, dass das System dann kippt oder zusammenbricht oder nicht mehr versorgen kann, sondern es wird halt graduell die Qualität der Versorgung dann doch einfach nicht mehr in der Form möglich, wie es ohne Covid wäre. Und in dieser Situation, da muss man sich jetzt natürlich schon darauf einstellen, dass das einfach in den Spitälern jetzt länger dauern wird, dass da auch bis sich hier wieder sozusagen eine normale Versorgung zu denken ist, aber dass wir halt auch gleichzeitig nicht die Kapazitätsgrenzen da sprengen sozusagen. Und aus dieser Gesamtschau ergibt sich jetzt, dass jetzt mit Blick auf die Spitäler natürlich die Öffnungen vertretbar sind, weil wir werden da keine Überlastungen ziemlich wahrscheinlich sehen, aber dass das nicht heißt, dass es da nicht Belastungen gibt und dass das nicht heißt, dass sich viele Leute anstecken mit den entsprechenden Folgeerkrankungen, mit den entsprechenden Komplikationen und mit den entsprechenden Absonderungen und Quarantänen etc. Das heißt, was vertretbar ist oder nicht, ist de facto eine politische Definition, wie Sie es erklärt haben, woran ich es festmache. Aber Sie haben jetzt gesagt, es wird auch noch die nächsten Wochen hohe Infektionszahlen geben. Jetzt hat die Politik gesagt, es gäbe Prognosen, die zeigen, dass per 5. März die Welle gebrochen sei. Welche Prognosen sind das? Also wir unterscheiden da so von unterschiedlichen Disziplinen sozusagen, die wir in der Modellierung machen. Das eine ist die wirklich eine Prognose, die den Namen verdient. Das ist auch mehr so wie eine Wettervorhersage, muss man auch dazu sagen. Und wie der Wetterbericht so an sich hat, kann man das ein paar Tage bis wenige Wochen in die Zukunft schauen. Und da erwarten wir jetzt momentan, dass diese BA1, also beginnen wir vielleicht da nochmal bei Omikron, das ist ja auch wieder Blumenstrauß. Das besteht aus mehr Untervarianten, als man davor vielleicht schon mal gesehen hat bei den vorhergehenden Varianten.
Da gibt es zwei, die wir momentan stark in Österreich haben. Das ist eines BA1, das ist eines BA2. BA1 ist zuerst gekommen, geht jetzt schon langsam runter. Die neue Untervariante BA2 kommt gerade und in dieser Überlagerung sehen wir jetzt gerade ein Plateau. Das heißt, diese BA2-Welle, die beginnt sich jetzt gerade so richtig aufzubauen. Wir schätzen, dass jetzt diese Tage dominant wird, insbesondere in Wien, wo da die Zahlen schon ein bisschen höher sind von dieser Variante. Und wann diese Welle bricht, diese BA2-Welle, da gibt es noch entsprechende Unsicherheiten. Da muss man dann mehr in Szenarien denken. Das heißt, in den optimistischen Szenarien ist es so, dass wir diesen Höhepunkt von BA2 noch Ende Februar etwas sehen und wir dann auch hier in eine Senkung kommen. Aber es lässt sich auch nicht ausschließen, dass sich das noch in den März hineinzieht. Und da sind wir jetzt bei der Diskussion um den Öffnungsschritten. Das heißt, ja, es kann sein, dass wir bereits vor dem 5.3. deutliche Rückgänge sehen, aber ausgemacht und sicher ist es aus jetziger Sicht einfach noch nicht. Und die Empfehlung, die zumindest von, glaube ich, von vielen, die diese Modellrechnungen betreiben, die Empfehlungen, die gekommen sind, wie man diese Öffnungsschritte am sichersten gestalten kann, die laufen im Wesentlichen darauf hinaus, dass wenn wir mal sehen, dass der Höhepunkt vorbei ist, dass sich die Lage stabilisiert in dem Sinne, dass die Zahlen wirklich nachhaltig zurückgeht und sich da nicht eine neue Variante auftut, dann kann man sehr wohl sehr großflächig öffnen. Solange wir aber noch in einer ansteigenden Phase sind, ist das mit entsprechenden Risiken verbunden, dass man dann die Infektionszahl noch höher macht, dass dann die Spitalsbelastung noch höher sind und dass man halt auch die ganzen gesundheitlichen Folgen dann noch stärker in Kauf nehmen muss. Das heißt, jetzt ist es von der Infektionslotterie natürlich eine gewissermaßen eine Wette darauf, dass wir da mit dem 5.3. das schon hinter uns haben. Es ist möglich, dass das passiert. Möchte aber auch nicht ausschließen, dass wir noch, dass sich das noch ein bisschen in Länge ziehen kann. Das werden wir jetzt von Tag zu Tag und von Woche zu Woche besser einschätzen können und dann nochmal auch wirklich prognostizieren können. Das Risiko, das man jetzt halt ein bisschen hat, ist, dass man halt jetzt wieder Öffnungsschritte verspricht, die dann vielleicht auch nicht halten, die man dann zumindest ein bisschen hintanschieben muss oder die man halt dann trotzdem umsetzt, aber auch mit entsprechenden, mit einer entsprechenden längeren Belastung in den Spitälern dann verbunden sind. Aber von daher jetzt wirklich fix zu sagen, wann diese BA2-Welle gebrochen ist, ist jetzt aus jetziger Sicht einfach noch unsicher. Sie sagen, es könnte sein, dass diese BA2-Variante ab dieser Woche in Wien oder kommende Woche eben dominant wird. Jetzt sagen die letzten Studien, dass die BA2 noch ansteckender ist und dass es unter Umständen auch eine aggressivere Variante sein könnte. Haben Sie das in Ihren Modellrechnungen schon drinnen oder müsste man da eben bis zumindest kommende Woche warten? Also um wie viel stärker sich das in Österreich ausbreitet, dazu gibt es schon mehr und mehr Daten aus Österreich, die auch halbwegs konsistent sind mit dem, was man aus anderen Ländern beobachtet hat. Und da gehen wir davon aus, dass wir da einen Wachstumsvorteil von 30-40% haben. Das heißt konkret, dass sich BA2 im Bereich 30-40% schneller ausbreitet als BA1. Und das ergibt sich jetzt gerade so, dass BA1 eben leicht zurückgeht leicht zurückgeht und BA2 dann deutlich ansteigt. Und das ist auch konsistent, wie gesagt, mit dem, was man in anderen Ländern beobachtet hat. Wo wir uns noch schwerer tun bei der Einschätzung ist, woher dieser Wachstumsvorteil genau kommt. Da gibt es Daten aus Großbritannien, die sagen, dass die Impfstoffe genauso gut bei BA2 wie bei BA1 wirken. Es gibt aber auch Daten aus Dänemark, die das sehr wohl gefunden haben, dass sich da Geimpften etwas leichter anstecken können mit BA2 als BA1. Also am Ende des Tages gibt es jetzt noch keine konsistente oder noch keine eindeutigen Hinweis aus der Literatur. Ähnliches gilt auch für die Schwere der Verläufe, die mit BA2 assoziiert sind. Also da gibt es auch Daten, die nahelegen, dass das im Wesentlichen so ist wie bei BA1, aber es gibt auch erste Untersuchungen, die das auch ein bisschen in Frage stellen. Also dazu sieht man, dazu beobachten wir diese Untervariante einfach noch nicht lang genug, um hier wirklich sichere Erkenntnisse zu haben. Das heißt, um eine wirklich zuverlässige Prognose zu erstellen, Sie haben ja gesagt, Prognose, die den Begriff Prognose auch verdient, wie lang müsste man da warten?
Also wir schauen normalerweise immer zumindest mal 7 Tage in die Zukunft. Je weiter man geht, desto unsicherer wird es dann einfach. Aber was jetzt die, das heißt, ich würde davon ausgehen, dass wir dann die nächste Prognose wird nächste Woche erstellen. Da werden wir dann in etwa bis eben Anfang März schauen können. Und dann sollte man auch schon jetzt von Woche zu Woche einfach mehr sehen, wie BA2 jetzt genau aufschlägt und ob diese Öffnungsschritte so halten können. Den 5. März wirklich gut im Auge zu haben, müsste man bis kommende Woche warten? Also so wäre das in unserem normalen Reporting-Schema sozusagen vorgesehen. Aber wie gesagt, darüber hinaus kann man auch etwas längerfristige Szenarien betrachten, die werden dann einfach von Woche zu Woche ein bisschen weniger unsicher. Und wann man da jetzt wirklich Entwarnung geben kann, in dem Sinne, dass man sagt, okay, da ist der Höhepunkt für von BA2 zu erwarten und ab dann geht es bergab und ab dann habe ich kein Risiko mehr, wenn ich sozusagen alle Maßnahmen fallen lasse. Wir gehen davon aus, dass das im Laufe der ersten Märzhälfte so der Fall sein wird, aber genau festlegen, ob das der 1. oder 13. oder der 5. März ist, ja, ist eine andere Geschichte. Nicht. Sie haben es jetzt angesprochen, dass die Modellrechner das so empfohlen haben. Es hat ja auch die GEKO und die Ampelkommission eigentlich gesagt, sobald die Welle gebrochen ist, also eher das, was Sie auch sagen, und man die Abflachung sieht, kann man gut öffnen. Das heißt, die sicherste Variante, um auch nicht in das hineinzugeraten, was Dänemark gezeigt hat, runter und dann wieder rauf, wäre zu warten, bis die BA2-Welle wirklich gebrochen ist und nach unten geht? Absolut, weil man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass man, wenn man jetzt zu viel öffnet, dann ist das so ein bisschen Öl ins Feuer gießen, weil natürlich können da jetzt kleine Änderungen in der Wachstumsrate haben dann zur Folge, dass der Höhepunkt dieser Welle dann nochmal deutlich höher werden kann. Was dann auch heißt, dass dann die Belastung von denen, wie viele Leute gleichzeitig krank werden und dann etwa ins Spital müssen, dass das auch nochmal deutlich höher geht. Während wenn ich in einer Abwärtsbewegung drinnen bin, dann wissen wir ja auch, dass da schon, dass das ja die beobachteten Zahlen dem tatsächlichen Infektionsgeschehen immer ein bisschen hinterher hinken. Das heißt, wenn ich da in einer nachhaltigen, runtergehenden Bewegung bin, dann habe ich einfach viel mehr Spielraum, um da die Öffnungsschritte nachhaltiger zu setzen und auf Dauer einfach die Anzahl der Leute, die insgesamt krank werden in dieser Kurve, die wird dann einfach deutlich geringer ausfallen. Also daraus leitet sich das her. Der andere Schritt ist, auch, das muss man auch dazu sagen, dass ich eigentlich aus der Dynamik her die Öffnungsschritte, die jetzt für den 5.3. geplant sind, eigentlich weniger kritisch sehe, weil zu dem Zeitpunkt sind wir eigentlich bereits, wird dann schon absehbar sein, wo jetzt der Höhepunkt dieser Welle ist. In Wahrheit sind jetzt auch die Öffnungsschritte, die wir jetzt gerade machen, die auch nächste Woche kommen, die sind jetzt für die Dynamik nochmal kritischer, weil jetzt sind wir gerade in dieser ansteigenden Phase drinnen und von daher wäre es ratsam gewesen, jetzt aus Modellierungssicht mal zu schauen, wie jetzt diese Öffnungsschritte vom 19.2., also das quasi, dass wir in vielen Bereichen von 2G auf 3G gehen, wie sich das auswirkt. Und wenn man dann sieht, okay, dass dann dieser Öffnungsschritt sozusagen sicher verdaut wird vom System, würde ich den Schritt von 3G auf 0G quasi eigentlich ein bisschen geringer sehen als das, was wir jetzt gerade tun. Also das ist vielleicht in der Wahrnehmung so, dass wir jetzt am 5.3. größere Öffnungsschritte machen, aber in Wahrheit setzen wir jetzt schon die ganze Zeit Öffnungsschritte. Recht, weil genau mit 19. Februar wird ja jetzt von 2G auf 3G umgestellt. Wie sehr wirkt denn das aus Ihren Modellrechnungen? Wirkte 2G bremsend? War das doch ein messbarer Effekt? Wir haben derzeit ein paar Maßnahmen, die doch noch eine deutliche Bremsung erzielt haben, mit der wir es auch geschafft haben, dass diese Omikron-Welle in Österreich deutlich niedriger ausfällt, als das zum Beispiel in Israel oder in Dänemark eben der Fall war. Das ist sicher die Schließung der Nachtgastronomie, das ist 2G und das ist natürlich auch noch die FFP2-Masken. Also da würde ich sagen, haben wir momentan die größte Bremswirkung drinnen. Zur Einordnung davon 2G versus 3G. Also wenn man sich etwa anschaut, aus den Zeiträumen, wo die Daten halbwegs gut schon vorliegen, der Anteil der Geimpften versus Ungeimpften am Infektionsgeschehen, und ich rede hier von Personen, die weder geimpft noch genesen sind,
Diese Personen haben auf diesen Bevölkerungsteil entfallen ca. 50%, also ca. die Hälfte aller Neuinfektionen, die wir jetzt gesehen haben. Das heißt, man kann sich das, also leichte Formel ist einfach ungefähr Hälfte sind komplett ungeimpfte und nicht Genesene, und die andere Hälfte entfällt dann auf die unterschiedlichen Gruppen, bereits Genesene, Geimpfte, auch Geboosterte etc. Das heißt, wenn wir jetzt von 2G auf 3G gehen, dann was das heißt für das Infektionsgeschehen ist, dass da einfach in den Settings, wo ich von 2G auf 3G komme, dann auch einfach potenziell doppelt so viele Personen sind, die infektiös sein können. Auch wenn diese Regel selbst jetzt nur einen kleineren Bevölkerungsteil trifft, nämlich die, die eben weder geimpft noch genesen sind. Gut, dann versucht man das mit den Tests abzufangen, aber da haben wir auch ein Thema, insbesondere bei der Omikron-Welle, dass die Tests nur dann wirklich sinnvoll greifen, wenn A, die Probe gescheit abgenommen ist und ich auch B, das Ergebnis schnell genug weiß, und C, müsste ich auch davon ausgehen, dass das auch gescheit kontrolliert wird. Und von daher sehe ich jetzt einen Schritt von 2G auf 3G eigentlich als einen sehr großen an. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, wenn wir uns anschauen, die 7-Tage-Inzidenz in der Gruppe der Nicht-Genesenen und Ungeimpften, dann ist je nach Altersgruppe liegt die bei unglaublichen 10, 11, 12.000. Was heißt das? Das heißt, von 100.000 Personen, die weder geimpft noch genesen sind, haben sich innerhalb der letzten Woche mehr als 10.000 in unterschiedlichen Altersgruppen angesteckt. Das heißt, da reden wir von einem von 9, einem von 10 Personen in der Größenordnung. Das heißt aber auch, dass man das nicht viele Wochen aushalten, dass diese extrem hohen Inzidenzen zu haben, weil nach wenigen Wochen ist man dann einfach durch. Das heißt, wenn wir dann von 3G auf 0G gehen in weniger Wochen, dann ist einfach der Pool, also die Anzahl der Personen, die dann weder geimpft noch genesen sind, einfach viel kleiner, als das jetzt der Fall ist, weil einfach wir gerade so viele Infektionsfälle unter den Ungeimpften und Nichtgenesenen haben. Und von daher, aus all dem zusammen, kommt dann die Schlussfolgerung, jetzt einmal zu schauen, wie diese Öffnungsschritte vom 19.02. verdaut werden. Und wenn wir da sehen, okay, das System bleibt stabil, dann bin ich auch zuversichtlich, dass sich die Öffnungsschritte vom 5.03. ausgehen. Nur, dass ich das richtig verstehe, von ungefähr 1 Million Menschen, die eigentlich überhaupt keinen Immunschutz haben, also nicht geimpft, nicht genesen, sind derzeit 50% für das Infektionsgeschehen quasi verantwortlich. Das kommt so hin. Ich glaube, es gibt ein bisschen mehr in diesem Pool, da muss man dann auch differenzieren. Natürlich sind da auch kleine Kinder dabei, die noch nicht geimpft werden können, also je nachdem, wie man sieht. Aber im Wesentlichen ist es so, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir, wie es bei Delta war, dass es tatsächlich eine Pandemie der Ungeimpften ist. Aber es ist immer noch so, dass das zur Hälfte circa Ungeimpfte, Nichtgenesene sind und zur anderen Hälfte Personen, die zumindest irgendeine Form der Immunisierung haben. Ich würde Sie dann noch gern, Sie haben die FFP2-Masken angesprochen. Da scheinen die meisten Experten skeptisch zu sein, die FFP2-Maske schon am 5. März gänzlich aufzugeben. Sie sagen, FFP2-Masken erkennt man eine klare bremsende Wirkung. Da ist mittlerweile die Studienlage eindeutig, dass selbst wenn die schlecht angewendet werden, hat man damit noch eine gewisse Schutzwirkung. Und wenn sie gut angewendet werden, dann ist recht. Und es ist außerdem auch natürlich eine der Maßnahmen, die mit am wenigsten persönlichen Einschnitten verbunden ist. Und von daher wäre das jetzt eine der Maßnahmen, die ich selbst oder ich persönlich dann eher ganz am Schluss angesetzt hätte, die aufzulösen. Natürlich kann man die Diskussion jetzt führen, in welchen Settings brauche ich das am ehesten. Vielleicht ist an dieser Stelle auch einfach darauf hingewiesen, dass wenn jetzt keine Maskenpflicht mehr heißt, heißt es ja nicht, dass es jetzt eine Pflicht zum Nicht-Maskentragen gibt. Das ist richtig, man kann sie jederzeit freiwillig weitertragen. Ich glaube, Leute wie wir haben sie auch zu Zeiten getragen, als es gerade wieder keine Maskenpflicht gegeben hat. Kann man auch weiterhin machen. Peter Klimek, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Guten Abend. Guten Abend. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit unserem Streitgespräch Heimo Leposchitz und Robert Miesig weiter, die genau über dieses Thema debattieren werden. Öffnung ja oder nein? Wie sicher ist es? Wie unsicher ist es? Bleiben Sie dran.